So, jetzt haben wir gleich da. Jetzt ist noch mal eine Frage für einige Sekunden. Dann so, haben wir das Auto angestellt? Du auf die Schienen, da ist gerade dazugekommen, der fährt sich der fährt halt nicht mehr. Der kommt halt nicht mehr. Da gehen wir jetzt auf zu ihm, gell? Mein Gott, den roten Tisch hat er ausgeschaut. Super Rock, super Krawatte, super Rock, super Krawatte, scheiß Outfit. Begrüße ich Sie. So, ihr seid also die Delegation aus Kirchdorf am Wechsel. Was wollt ihr denn? Es ist so, wir sind die größte kirschenproduzierende Gemeinde der Steiermark und wir möchten austreten, gell? Austreten wollt ihr? Ja. Hinter der Tapetentür ist das scheiße. Nicht so oft, kann man das. Unabhängig, ich habe mal während von dem Österreich, es ist so, wir haben einen Kunden aus Russland und der muss einen Strafzoll zahlen, wenn er was aus der EU kauft und der hat gesagt, ihr müsst unabhängig werden vom Bundesstaat Österreich und euch selbstständig machen und das hat er gesagt und deshalb möchten wir austreten, aus dem Bundesstaat Österreich. Die Atemluft, das bringt leider überhaupt nichts. Es ist so, habe ich nicht gesagt, nur gedacht. Österreich ist so ein kleines Land, dass es nicht einmal ein einziges Kuhkauf vermissen kann. Sie müssen kann man nichts machen, Frauen kosten nichts, gell? Doch. So, schaut einmal da, was man mitbraucht. Mein Gott, ich bin Kirschen, ich bin so ein Kirschtiger. Wenn ich wo eine Kirsche sehe, muss ich sie sofort... Weißt du was? Dann machen wir jetzt weiter. Wenn du das schaffst, dass du widerstehst und keine Kirsche kostest, dann bleiben wir dabei bei Österreich, gell? Und sonst sind wir unabhängig, wenn es da einer isst. Das schaffe ich. So, und hättet schon einen Namen für euer Land gehabt? Kirschgigistan. Kirschgigistan. Cooler Name. So, da hat die Kirschen weg, führt mich nicht in Versuchung, bitte weg mit den Kirschen. Weißt du, die Wette gilt immer noch, wenn es da einer ist, sind wir unabhängig. Das schaffe ich, du, kein Problem. Jetzt haben sie doch eine Kirschen gegessen, Herr Bundespräsident, das hätten sie nicht sollen, jetzt sind die unabhängig. Ich muss doch nicht da, wo eine Kirschen ist, muss doch nicht für einen haben. Jetzt hat er doch eine Kirschen gegessen, der Herr Bundespräsident, jetzt sind wir unabhängig, jetzt lebe das unabhängige Kirschgegistan. Also, ich finde das überhaupt nicht super und nicht cool. Es weiß ein jedes Kind, dass der Fischer Heinz ein Kirschtiger ist. Ich weigere mich, die Unabhängigkeit anzuerkennen von Kirschgigistan. Ne? Ich bin auch so eine Kirschtigerin. Ich habe so gerne eine Kirsche. Ich kenne einen anderen Kirschtiger schon von der Weide. Ich habe so gerne Moscherie-Schwarz mit der Kirsche. Red Bull mit Kirsche. Aus, bevor ich am eigenen Speichelfluss ersauf. Gebe ich jetzt Kirschgigistan die Unabhängigkeit? Ihr seid hier mit Freihippipura. Und die österreichische Staatsbürgerschaft muss aber hier im Land bleiben. Die könnt ihr nicht gleichzeitig haben. Pech gehabt. Die brauche ich gerade zur Not. Also Winterkirschen. Was, im Winter gibt es auch Kirschen? So, da haben Sie die Staatsbürgerschaft. Gratuliere. Danke. Jetzt sind Sie eine Kirschgiesin? Super gemacht. Eine Kirschgiesin, ein Kirschgiese, bei Ihnen weiß ich nicht ganz genau. Ein japanischer Kirschgiese. Kirgisischer Kirschgiese. Wollte nur sagen, in Hartberg brodelt es auch schon ganz unheimlich. Was, dort brodeln sie dann hin mit mir? So, Prost aufs unabhängige Kirschgiese. Gut.